Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge aus dem Monat März sprechen. Es sind wieder ein paar Bücher hier eingezogen auf unterschiedlichsten Wegen und die möchte ich euch heute gerne vorstellen. Starten wir doch direkt mit dem ersten Buch, das ich tatsächlich auch sofort gelesen habe, als ich es bekommen habe. Und zwar ist das Sorry, ich habe es nur für dich getan von Bianca Iosivoni. Das ist ja ihr erster Thriller, den sie geschrieben hat. Er wird beschrieben als Thriller mit Romance-Attributen. Und normalerweise kennt man sie ja eher aus dem Romance-Bereich oder dem, ja, ich nenne es mal Soft-Fantasy-Bereich. Ich war dementsprechend sehr gespannt auf das Buch, wie sie es umsetzt, ob sie da sehr viel Romance einfließen lässt oder ob es wirklich so spannend ist, wie jemand, der wirklich konstant Thriller schreibt, der sich in dem Metier zu Hause fühlt. Ob sie mich überzeugen konnte, werde ich euch natürlich im Lesemonat erzählen. Und jetzt erzähle ich euch, um was es in dem Buch geht. Die Liebe kann dich überwältigen, doch was, wenn sie dich in ihre dunkelsten Abgründe reißt? San Francisco. Die ehrgeizige junge Journalistin Robin ist geschockt, als die Polizei bei ihr auftaucht. Ihr Ex-Freund Julian wurde als vermisst gemeldet. Mit einem Schlag stürzt die Vergangenheit auf sie ein und alles ist wieder da. Die Sehnsucht, der Schmerz und die Enttäuschung. Dabei will Robin nichts mehr als zu vergessen. Zutiefst beunruhigt fragt sie sich, was Julian zugestoßen sein könnte und findet Zuflucht bei ihrem besten Freund Cooper. Doch das, was sie für Cooper empfindet, geht längst über eine Freundschaft hinaus. Als er unter Verdacht gerät, mit Julians Verschwinden zu tun zu haben, weiß Robin nicht mehr, was sie noch glauben oder fühlen soll und vor allem, wem sie noch vertrauen kann. Vielleicht nicht einmal mehr sich selbst. Dann sind gerade gestern zwei Bücher angekommen, die eine komplette Reihe vervollständigen. Also ihr merkt schon, die Bücher sind mal wieder nicht sortiert. Die, die jetzt kommen, sind wirklich die aktuellsten. Und zwar sind das Band 2 und 3 der Krischer-Trilogie. Den ersten hatte ich ja auf meiner 22 für 22 Liste. Hab den auch mit der Tatjana zusammen im Dezember abhaken können, final. Eigentlich wollten wir auch direkt weiterlesen, aber irgendwie haben wir es dann vergessen. Und dann hat sich jetzt im Februar plötzlich die Nella eingeschaltet und hat gesagt, wir wollten doch Throne of Glass weiterlesen. Ja, und da Tatjana und ich das gemeinsam auch mit ihr lesen, haben wir jetzt Throne of Glass vorgezogen im März und ich hoffe, dass wir im April dann mit Krischer weitermachen können. Also wir haben noch zwei Throne of Glass Bücher offen. Das erste sind, also eins davon sind wir gerade am Lesen. Das zweite schaffen wir im April bestimmt auch und dann gehe ich mal davon aus, dass wir die Krischer weiterlesen. Ich werde euch jetzt natürlich nicht den Klappentext zu Eisige Wellen oder Lodernde Flammen vorlesen, sondern den von Band 1. Alina ist eine einfache Kartografin in der ersten Armee des Zaren von Ravka. Jemand, der entbehrlich ist. Ganz anders als ihr Kindheitsfreund Maljen, der erfolgreiche Pferdenleser und Frauenschwarm. Doch als Alina mal bei einem Überfall auf unerklärliche Weise das Leben rettet, ändert sich alles für sie. Denn sie findet heraus, dass sie eine Krischer ist, die über große Macht verfügt. Alina wird ins Trainingslager der Krischer versetzt, der magischen und militärischen Elite Ravkas. Dort findet sie einen ganz besonderen Mentor, den ältesten und mächtigsten der Krischer, der nur der Dunkle genannt wird und schon bald ganz eigene Pläne mit Alina verfolgt. Dann bin ich aktuell, wie ihr es im Lesemonat sehen werdet, total im Colleen Hoover-Fieber. Ich habe da zwei Bücher gelesen und ja, das erste hat mich schon so gepackt, dass ich unterbewusst gesagt habe, ich muss jetzt einfach noch mal mehr von ihr lesen. Bisher ist wirklich alles, was ich von ihr gelesen habe, toll. Und deshalb durfte jetzt auch Never Never bei mir einziehen. Und warum es gerade dieses Buch wurde, war eigentlich ein Zufall, weil ich ein Reel vom Verlag gesehen habe bei Instagram, in dem dieses Buch vorgestellt wurde oder präsentiert wurde, dass man es doch unbedingt kaufen und lesen soll, wie das halt ein Verlag so macht. Und irgendwie hat es mich gecatcht und dann wurde es dieses hier. Charlize, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Familien, wachen auf und erinnern sich an nichts. Beide Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser, wer?
Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und dann geschieht es erneut. Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas ohne Erinnerungen an all das, was zuvor war. Und ohne Charlie, denn die ist wie vom Erdboden verschwunden. Von dem nächsten Buch habe ich euch auf Instagram schon sehr, sehr viel vorgeschwärmt. Zu Recht. Das nehme ich gerne mal dem Lesemonat voraus. Fallen Kingdom von der lieben Dana Müller-Braun. Ich durfte das im Rahmen einer Leserunde lesen, die von meiner lieben Lea geleitet wurde. Und seht euch mal bitte diesen wunderschönen Buchschnitt an. Es ist leider nur vorne, aber dafür macht der super viel her. Ich liebe ja so mystische Zeichen und versuche auch immer herauszufinden, was sie bedeuten. Wer das Buch gelesen hat, beziehungsweise wer den Klappentext gelesen hat, kann sich's vielleicht schon denken. Das sind nämlich die, ich nenne es mal Logos, Familienwappen der Fürstentümer. Also dieses Buch ist auch so unfassbar schön aufgemacht. Ich liebe tatsächlich einfach alles daran. Auch das macht Sinn, wenn man weiß, was es ist. Also richtig, 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 richtig schön von innen und von außen. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. So, wenn ich den Klappentext finde. In Jaraskai herrschen seit jeher die Fürsten der sieben Todsünden. Nur ein Fürstentum, das Reich der Wahrheit, wurde geschaffen, um ihre Macht einzudämmen. Als dieses angegriffen wird, ist Naviens Pflicht, ihre jüngere Schwester zu schützen. Denn als Heroe von dämonischem Blut muss sie ihr Leben für das der Thronerbin geben. Ohne zu wissen, welcher der Fürsten den Putsch geplant hat, gibt sie sich als Prinzessin aus und verhilft so ihrer Schwester zur Flucht. Doch ausgerechnet einer der Fürsten bringt nicht nur Naviens Herz, sondern auch ihre Pläne aus dem Takt. Denn der hochmütige Liran scheint ihre wahre Identität zu kennen. Ganz große Empfehlung, aber mehr dazu im Lesemonat. Dann dürfte diesen Monat ein Buch hier einziehen, das ich euch bereits vorgestellt habe, weil ich es als E-Book gelesen habe. Aber jetzt hat der Verlag es mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Kissing Strangers von der lieben Bella. Ich habe das Buch, ich glaube, letzten Lesemonat schon vorgestellt, glaube ich. Oder ich habe gewartet, bis ich das Print habe, um es euch zu erzählen. Ich weiß es nicht. Falls ich im Lesemonat nicht darüber gesprochen habe, werde ich das im nächsten Lesemonat nachholen. Ich bin mir gerade absolut unsicher. Wer die Bücher aus dem Hardcraft Verlag übrigens noch nicht kennt, sollte das dringend nachholen. Ich habe bisher, ich glaube, 4 Bücher gelesen. Es ist noch ein relativ kleiner Verlag, aber ich habe bisher echt jedes geliebt. Nur so am Rande. Und jetzt erzähle ich euch, um was es in Kissing Strangers geht, auch wenn der Titel es irgendwie schon so ein bisschen verrät. Dein Partner hat dich hintergangen und du küsst aus Verzweiflung einfach einen völlig Fremden. Etwas, das Venis in ihrem Leben für absolut unmöglich hält. Aber als sie erfährt, dass ihr fester Freund sie betrügt und er ihr zu allem Überfluss auch noch die Schuld an seinem Vergehen in die Schuhe schieben will, folgt sie einem inneren Impuls und tut genau das, einen Fremden küssen, direkt vor den Augen ihres Ex. Als Venis daraufhin zu ihrer Cousine zieht, glaubt sie, ihren Ex-Freund endlich losgeworden zu sein. Doch dieser stellt ihr immer wieder nach. Und als wäre das nicht genug, stolpert sie in den ungünstigsten Situationen ständig dem hilfsbereiten und viel zu attraktiven Halen vor die Füße. Dann durfte im März noch der zweite Band einer Dilogie einziehen, und zwar We Are Like the Sky von Marie Niebler. Da wird der dritte auch im Laufe des Jahres erscheinen. Ich weiß, ich habe gerade erst ein Gewinnspielvideo hochgeladen, aber kleiner Spoiler, eventuell wird es auf Instagram zeitnah auch noch ein zweites Gewinnspiel geben. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Es ist wie bei vielen New Adult-Reihen auch so, dass man diese hier unabhängig voneinander lesen kann. Also wer Band 1 noch nicht gelesen hat, kann trotzdem hier den zweiten Band lesen. Und deshalb kann ich euch auch ganz ohne schlechtes Gewissen den Klappentext vorlesen, weil er gar nichts zum Geschehen im ersten Band verrät. Sind deine Versprechen stärker als deine Träume? Als Levi nach 10 Jahren wieder Kontakt zu seiner Kindheitsfreundin Riven aufnimmt, könnte der Anlass nicht trauriger sein. Ausgerechnet er war es, der ihren Vater orientierungslos am Strand vorfand. Nun möchte er alles tun,
tun, um ihr beizustehen. Denn auch nach all den Jahren spürt er eine tiefe Verbundenheit zu Riven. Sie scheint seine Gefühle zu erwidern. Doch je besser Levi sie neu kennenlernt, desto mehr zweifelt er daran, ob er gut genug für sie ist. Sein Leben als einfacher Fischer ist so weit weg von der glamourösen Welt, in der Riven zu Hause ist, wie es nur sein kann. Wie soll er ihr und ihren Träumen gerecht werden, wenn er nicht einmal seine eigenen verwirklichen kann? Dann durfte noch ein weiteres Buch hier einziehen, das ich bereits als E-Book gelesen habe. Und zwar ist das Acadia Fight von der lieben Franziska Kamberger. Ich habe es mir in der Chest of Fandoms Edition nämlich noch gekauft, weil mir die Reihe sehr, sehr gut gefällt. Eventuell habe ich die Reihe auch diverse Male schon verschenkt, weil ich es einfach total schön finde, Menschen, die mir sympathisch sind, zu supporten und ich auch die Reihe total schön fand. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich im Blogger-Team war. Nein, ich fand die Reihe wirklich total schön. Es ist ihre Debütreihe, muss man auch dazu sagen. Und ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Die Reihe muss für sich sprechen und dieses Cover ist auch einfach super schön und passt auch sehr gut zum ersten Teil, dessen Klappentext ich euch heute gerne vorlesen würde, weil es eine fortlaufende Reihe ist. Also es ist nicht so wie bei New Adult, dass die Geschichte nach dem ersten Band zu Ende erzählt ist. Nein, die Geschichte von Hunter und, ach, wie heißt sie denn? Andy? Ich habe es nicht so mit Namen, tut mir leid. Hunter und Andy ist über zwei Bände geschrieben. Es wird noch einen dritten und vierten Band geben, die dann aber jeweils abgeschlossen sind quasi. Aber Hunters Geschichte und Andys Geschichte war so intensiv und so, dass sie einfach auf zwei Bände gesplittet wurde. So, und jetzt erzähle ich euch, um was überhaupt in der Reihe geht. Ich hab dich, ich lass dich nicht fallen. Hunter, vielleicht wollte sie protestieren, aber sie wisperte nur meinen Namen und es ging mir durch Mark und Bein. In Bar Harbor will Andy neu anfangen und vor allem will sie vergessen, den Schmerz, die Angst, alles, was sie zurücklässt. Einen alten Wohnwagen, einen Stapel Notizbücher und einen Platz an der Acadia University. Mehr besitzt sie nicht. Aus Furcht davor, dass sie ihre Vergangenheit sie einholen könnte, versucht sie unauffällig und allein zu bleiben, bis sie auf Hunter trifft. Hunter, der verzweifelt nach seiner Schwester sucht, der von Gerüchten verfolgt und von allen verachtet wird. Der sie wirklich sieht, sie zum Lachen bringt und ihren Mut. Der sie wirklich sieht, sie zum Lachen bringt und ihr Mut macht, dem sie die dunkle Geschichte hinter ihrem Namen anvertrauen kann. Er könnte sie all den Schmerz vergessen lassen, wenn er nicht sein eigener wäre. Dann, ich habe es eben schon erwähnt, durfte unser Buddy-Read-Buch von Drawn of Glass hier einziehen. Ich hatte es tatsächlich nur bis Band 5 gekauft. Jetzt habe ich mir, weil wir ja gerade am Lesen sind, also wir sind auch noch nicht weit, den 6. Band gekauft. Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Ich denke, zu Drawn of Glass muss ich auch gar nicht so viel sagen. So viele Menschen haben die Reihe schon gelesen oder wissen zumindest, um was es geht. Also es geht um Selena Sadovian. Sie ist eine Assassinin, die in den Minen von Andovia schuftet quasi, und ihre Lebensgeschichte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist so viel mehr, es ist so intensiv, es ist verwirrend teilweise, weil es einfach so viele Charaktere gibt, aber lest diese Bücher, ich kann es wirklich nur sagen, auch wenn das hier nicht der Lesemonat ist, aber ich spreche hier eine ganz, ganz klare Empfehlung aus. Dann habe ich euch ja schon erzählt, dass hier ein Buch angekommen ist. Das war, glaube ich, in meinem Reading-Vlog. Und das Buch, ich weiß bis heute nicht, wo ich es her habe. Ich habe irgendwo mitgemacht bei einem Gewinnspiel. Ich weiß auch nicht, ob es eine Leserunde ist, aber ich würde sagen, es war ein Gewinnspiel und habe dann unsere Herzen auf Repeat zugeschickt bekommen, geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Rezensionsexemplar ist, deshalb werde ich es euch einfach jetzt mal als Rezensionsexemplar verkaufen. I don't know. Auf jeden Fall habe ich irgendwo mitgemacht und dann habe ich weder eine Nachricht bei Instagram noch eine E-Mail noch sonstige Kontaktversuche bekommen, wo mir gesagt wurde, hey, du hast das Buch gewonnen, aber irgendwie kamen sie an meine Adresse. Also muss ich es ja wohl irgendwo angegeben haben, aber wo? Oh. Das ist die Frage. Also wenn jemand von euch weiß, wo es das zu gewinnen gab, schaue ich gerne mal nach, ob es das war. Aber
Ja, ich werde jetzt einfach das Buch genießen bei Zeiten und ich erzähle euch jetzt, um was es geht. Eva, Celeste, Gina und Steph waren immer unzertrennlich. Eine Freundschaft, die ewig hält, dachten sie. Die vier haben Höhen und Tiefen miteinander erlebt, darunter auch den kometenhaften Durchbruch ihrer queeren Popband Moonlight Overthrow. Doch auf einmal ist alles anders. Die Band existiert nicht mehr und sowohl ihre Freundschaft als auch die Romanze zwischen Eva und Celeste scheint zerbrochen. Als ein schweres Unwetter Teile ihrer Heimatstadt in Minnesota zerstört, treffen sie zum ersten Mal seit Jahren für ein Benefizkonzert wieder aufeinander. Und während sie sich noch auf die Show vorbereiten, bemerken sie, dass Erwachsenwerden nicht unbedingt heißt, sich auseinanderzuleben. Das nächste Buch stammt auch aus der Bestellung bei Chest of Fandoms und zwar Shadow and Amber. Und da habe ich euch ja schon auch schon erzählt, so, dass ich das Buch zwar eigentlich schon in meinem Regal habe, aber es unbedingt eben mit dem Buch mit wollte. Ich habe nämlich die erste Reihe, also die Hauptreihe nenne ich es jetzt mal, From Blood and Ash, habe ich im Original Chest of Fandoms Buchschnitt. Und ich sehe gerade, dass ich Band 2 gar nicht rumgedreht habe. Mache ich gleich noch. Das hier hatte ich eben nicht, weil es so schnell ausverkauft war und die ganze Zeit auch nicht mehr online kam. Und dann habe ich letztens Acadia Fight kaufen wollen und dachte so, ach, guckst du einfach mal noch durch, was so bei den Mängelexemplaren im Angebot ist. Und da bin ich über Shadow and Amber gefallen und dachte so, meins. Ja, hatte halt Angst, dass es total verdätscht und ja, irgendwie fehlerhaft am Buchschnitt ist, aber es ist tatsächlich nur eine Sache dran kaputt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Hier oben ist so ein kleiner Knick. Mehr ist es nicht. Und dafür habe ich aber 3 € gespart. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, jetzt erzähle ich euch, um was es in der Geschichte geht, würde ich sagen. Serafina Meryl ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasania. Und das bedeutet nicht, dass sie auch die Thronerbin ist, denn ihr Schicksal ist ein anderes. Sie ist Nyctos, dem Primat des Todes, versprochen, als Gegenleistung für einen Pakt, den ihre Vorfahren einst geschlossen haben. Seras Aufgabe ist eindeutig: heirate den Primar, tötet den Primar, rette Lasania. Doch als Sera den geheimnisvollen Ash kennenlernt, gerät ihre Entschlossenheit ins Wanken. Wird sie es schaffen, ihre Pflicht zu erfüllen und ihr Königreich über ihre Gefühle zu stellen? Also hier steht auch nochmal Mängelexemplar, aber ganz ehrlich, den Detsch, den findest du auch auf Nicht-Mängelexemplaren bei Thalia und Co. Aber ich muss auch sagen, wenn ich das Buch als Nicht-Mängelexemplar gekauft hätte und es hätte diesen Detsch gehabt, hätte ich mich auch aufgeregt. Kommen wir, last but not least, zum letzten Buch, das ich euch gar nicht richtig in die Kamera halten kann, weil ich dazu eine Buchbox bekommen habe, die ich noch nicht ausgepackt habe. Die kam nämlich auch erst gestern hier an. Und ja, ich fand das mega. Ich habe sie teilweise schon auf Instagram gesehen, habe da aber gar nicht so genau geschaut, was drin ist. Ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich gleich noch für Instagram ein Unboxing drehen möchte. Und erst hatte ich überlegt, ob ich hier ein Video mache zum Unboxing, aber dann dachte ich mir, nee, es ist eine Buchbox vom Verlag selbst. Lassen wir. Ich mache ja eigentlich nur Unboxings von Bookmerch-Boxen, sage ich jetzt mal, oder von Wichtelpaketen. Aber ich erzähle euch jetzt natürlich noch, was es für ein Buch ist, Gameshow, und was es für eine Story hat. 2126, New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie mussten die nächste Gameshow schaffen. Wer an der Gameshow teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihre Gefühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich im Monat März als Neuzugänge zu verbuchen habe. Ihr dürft mir gerne mal erzählen, ob ihr eins davon gelesen habt, ob ihr eins davon auf eurer Wunschliste habt, ob ihr eins davon auf eurem Sub habt. Talk to me, erzählt es mir und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!